Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tolliver 2 mit den Seleukiden und wir spielen hier gerade die Tierfreund-Challenge. Also irgendwie muss ich das anders nennen. Ja, auf jeden Fall, wie eigentlich jedes Mal am Anfang. Die Challenge besteht darin, dass ich nur noch Armeeeinheiten mit tierischen Begleitern rekrutieren darf. Das heißt, Kriegselefanten, Kriegshunde, Kavallerie, Streitwagen und so weiter und so fort. Genau. Das zu dem ganz kurz. Und jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Genau, in letzter Runde haben wir hier einen Pyrrhus-Sieg errungen. Und zwar gegen die zwei Armeen. Und wir haben zum Glück keine unserer Einheiten verloren. Sonst hätte ich hier so die Pikiniere zu ersetzen. Das wird dann bitter. Aber irgendwann werden die auch sterben. Und dann wird es auf jeden Fall heftig. Gut. Gut. Was ich anscheinend nicht gewusst habe, ist, dass dieser Dude nicht zu meiner Gruppe gehört. Warte, wie viele kann ich denn rekrutieren? Okay, der ist schlecht. Minus Gravitas pro Runde ist halt diese. Der ist eigentlich ganz gut, wobei 5% Korruption. Aber den merken wir uns mal vor. Okay. Gepanzerte indische Elefanten sind halt so. Also die Seleukiden haben, glaube ich, mit die größte Auswahl bei Streitkräften. Wow, jetzt wird er draußen gearbeitet. Warte, ich mach mal kurz das Fenster zu. La, la. So, also. Aber ich würde schon auf jeden Fall. Also entweder die Sichelstreitwagen wegen oder den Elefanten. Ich glaube, ich nehme den Elefanten. Er kann halt routen, das stimmt. Aber er kann halt auch mitten in eine fette Phalanx reingehen. Und die Sichelstreitwagen sind ein bisschen filigraner. Das, also, ja. Die haben nicht so viel Durchschlagkraft wie die Elefanten. Also gegen leichte Ziele sind die Sichelstreitwagen einfach nur Bombe. Aber die sind auf jeden Fall nicht so gut wie die jetzt in Troja. So, Rome Tolliver, Troja Saga. Also da sind die, die sind ja da ungeschlagen. Ja. Ah, genau, das wollten wir ja letztes Mal noch machen, beziehungsweise ich wusste, glaube ich, letztes Mal nicht, wo ich da anfangen soll, aber ich weiß es jetzt, und zwar wir machen es Philosoph wegen der Forschungsrate, damit wir schneller in die High-Tier Situation kommen. Die Boten des Thanatos. Das werde ich mal umbenennen. Wie die Tradition von mir verlangt, die 500 erste. Und ich weiß, machen wir es mal so. Also ich habe halt damit angefangen, das 500 und dann das erste eben auch auszuschreiben, was einfach nur lustig war. Also fand ich.
Gut, die macht mal hier eine Kurve. Kann sie nicht. Na schön. Dann macht sie mal hier die Kurve. Okay, und dann geht sie zurück. Dann diese da habe ich schon bewegt und nächste Runde. Ich check echt nicht, was Pontus macht. Weil die schicken ja die ganze Zeit ja, Armeen zu mir runter. Bam! Bam wurde erobert. Warnung, Schutz verfällt, das ist natürlich nicht ganz so rosig. Da habe ich Syrakus gesehen. Pontos. Also, Pontos würde ich gerne den Krieg erklären. Weil der geht ja die ganze Zeit zu mir rein. Und das nervt. Das, nee, warte, du gehst mal hier rüber. Okay, da ist jetzt meine erste Kavallerie-Armee. Warte mal. Alles Kavallerie bis auf eine Speerträgereinheit. Ja, okay. Upsi. Gut, dann nennen wir die mal um in die irgendwas mit Donner will ich. Weil, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch das kennt. Aber ja, also ich bin früher sehr viel geritten und halt auch mit anderen zusammen, also so meistens halt zu zweit, auch oft am Strand, an der Nordsee zum Beispiel, oder über Felder, also ich bin sehr viel geritten. Und das Geilste war wirklich, als wir eine 20er-Gruppe waren und dann haben wir uns halt mal aus Spaß so in eine Linie auf ein Feld so aufgestellt und sind dann so, also das Feld war halt riesig und hatte so einen fetten Hügel, also, oder das Feld war auf dem Hügel. Und da sind wir halt in der Reihe so über den Hügel drüber galoppiert. Und Alter, das war so laut. Nur 20 Pferde. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ja, dass das in so Armeen, keine Ahnung, 600 Pferde in einer, also in einer Abteilung waren oder so. Also viele Armeen sind ja nicht, hatten ja nicht unter 1000 Pferde dabei. Und wenn du dir dann vorstellst, du bist mitten in der Armee, beziehungsweise mitten im Getümmel, und dann hörst du halt so ein Donnern einfach von der Kavallerie und du weißt nicht, ob das deine Kavallerie ist oder die feindliche, du weißt nicht, woher die kommen, du weißt gar nichts. Und Alter, also das muss so mega laut gewesen sein. Vor allem man aus Geschichten oder also Zeitgeschichten dann und Berichten, die sagen ja auch immer so, ja, die Erde hat gebebt, wenn die Hunnen kamen. Und das, ja, das glaube ich auch so, ganz ehrlich. Gut, erst kam das Beben und dann kam die Armee. Gut. Forschungsrate, Rüstung für alle. Ja, okay, dann mache ich Rüstung, weil Kavallerie braucht Rüstung.
Minus 2 öffentliche Ordnung. Öffentliche Ordnung ist hier noch ganz okay. Wir haben 10.000, okay. So. Auch denn die Sachen oder die Erzählungen, also das war ja in dem Film 300 so dieses, ja, wir werden, also unsere Pfeile werden den Himmel verdunkeln und dann so, ja, dann kämpfen wir halt im Dunkeln, aber das Pfeile den Himmel verdunkeln, das wurde schon öfters beschrieben. Das ist auch, das finde ich auch ziemlich. Der versucht das wieder, ne? Machen wir es halt nochmal. Also letzte Folge hat er das probiert und hat versagt. Gut. Also ich finde es halt krass, wenn, also ich bin im Bogenverein. Und da schießen wir halt, wenn es hochkommt, keine Ahnung, zu zehnt oder ja. Aber so mit einer 20er-Gruppe, oder waren knapp 30, glaube ich, haben wir auch mal geschossen. Alter, alle Wir sehen auf wenige Werke einmal im und Weiteren. auf Kommando und so lustig gemacht. Aber ja, wenn man das so also hochrechnet. Dann ist man auch so, ja. Also, wenn schon so 30 Pfeile, wenn man das so zielt auf eine Fläche von 1 Quadratmeter, dann kommen die Pfeile ja relativ dicht an. Und wenn man sich dann denkt, so, ja, und jetzt das mal hochrechnen auf, wie viele das waren. Also, die waren ja meistens mehr als, ja, keine Ahnung wie viele, also Hunderte, Tausende Bogenschützen. Und wenn sie gut ausgebildet waren, wenn sie gut ausgebildet waren, dann konnten sie ja, ich habe mal sowas gelesen bei den britischen Langbogenschützen. Die hatten, glaube ich, 16 Schuss pro Minute oder mehr. Und das ist halt dann schon richtig, richtig heftig. So. Das, ja. Ist einfach nur krass. So, machst du dasselbe nochmal? Ja, er macht dasselbe nochmal. Und bitte voll in die Phalanx rein. Sehr schön, sehr schön. Und du rammst mal den und dann machen wir genau dasselbe nochmal. Wie letztes Mal. Unser General wird angegriffen. Den habe ich jetzt verkackt. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Irgendwie kann er gerade nicht landen. Ich weiß nicht warum. Schiffe zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Unterstützungsschiffe. Jawohl. Unterstützungsschiffe bereit. Jawohl. So, nochmal rammen. Und nochmal rammen. Und dann haben wir es. Sehr schön. Judela. Mal schauen, wie oft er das noch probiert.
So, kriegerische Priorität natürlich Kavallerie. Kind ist geboren, das ist immer gut. Ich gehe mal hier Militär. Dingsterbumster. Der hat noch was bekommen. Historiker. Es gibt Fähigkeitspunkte pro Runde. Ah, okay. Öffentliche Ordnung ist auf 0. Das passt schon. Jetzt weiß ich aber nicht, wo Pontos seine Einheiten hin sind. Uiuiui, das ist Karthago? Das ist ja interessant. Libyen, Neu-Karthago, Karthago, Karthago, Rom. Ja. Da bin ich gespannt. Und Makedonien ist ja klar, aber also Sparta habe ich wahrscheinlich dann noch nicht entdeckt. Aber ja. Das ja, wird noch lustig. Ich kann leider pro Runde nicht viel machen. Also hier könnte ich nochmal hier Bibliothek die Forschungsrate erhöhen. Hier wieder ein bisschen klauen und next round. So. Die Überlegung ist natürlich auch, ob wir, ja, der will nach Antiochia. Dieser Schlamina. Pergamon auch. Okay, dann warte ich noch mit Pontos. Sonst hätte ich ja den jetzt gleich, also diese oder nächste Runde, den Krieg erklärt. Okay, da ist ein feindlicher Agent aufgeplupst. So, und jetzt bitte auf Pionierwerkstatt, weil ich die Sichelstreitwege haben will. Okay, hier habe ich halt. Wieso habe ich in Palmyra die Stelle? Es wäre ein bisschen praktischer gewesen, die in Antiochia zu haben. Wieso habe ich das so gemacht? Weil jetzt habe ich hier natürlich gar keine Garnison. Er ist natürlich auch wieder dabei, neue Einheiten zu rekrutieren. Das heißt, wenn ich jetzt wieder hierher hinkomme, dann wird es wahrscheinlich wieder ein Pyrrhus-Sieg. Ah. Geh mal hier rein und hol dir mal ein paar Söldner. Aber das darf ich ja nicht. Ich darf ja keine Söldner holen. Das ist ein bisschen schlecht jetzt. Da, ja, was soll ich hier? Ja, ich kann ja hier hingehen. Also Kavallerie bei Belagerung ist natürlich alles andere als rosig. Und ich muss mal schauen, dass ich bald neue Gebiete erschließen kann. Damit ich auch. Schade. Er ist nicht an Land gegangen. Der ist auch nicht an Land. Schade. Großzügigkeit zwischen Freunden ist eine gute Sache.
Beide Seiten schlagen einen Nutzen daraus. Nicht. Nee. Nee. Schutzbündnis mit Libyen, das bringt mir eigentlich nichts. Es sei denn, er zahlt. Okay, hier ist die Veneta. Hier sind die Veneta, Entschuldigung. Gut. Hier ist nochmal Athen da oben. Okay, das wird interessant, was die hier machen. Also die werden die nicht angreifen können nächste Runde. Das ist schon mal gut. Und du gehst wieder Richtung Nabatea. Nicht Nabatea, also Nabatea gehört denen, aber Petra meine ich natürlich. Selbstverständlich meinte ich. So. Okay, hier könnte ich noch einen Erlass erteilen. Hier habe ich einen Erlass. Wieso kann ich hier einen Erlass erteilen? Wieso wird es mir nicht angezeigt, dass ich einen Erlass erteilen kann? Oder klicke ich das immer einfach weg, weil ich stumm bin? Könnte halt auch sein. Gut, dann machen wir hier... Komm. Erlass, und zwar Panem. Und dann gehen wir auf die... Minus 4. Seid gegrüßt, mein Freund. Nicht Angriffspakt. Wir wollen eure. Und jetzt? Das ist fair für mein. Okay, nächste Runde vielleicht. Minus 9. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich danke euch für das. Warte, die Ente ist zwar moderat, aber das heißt. Keine Säugarmen. Okay. Ich spüre, wie die Götter auf. Das ist schön, wenn du das spürst, meine Liebe. Rom, minus 1. Wir heißen euch willkommen. Sprecht, Freund. Und womöglich können wir später auf eine Übereinkunft. Was? Aber das ist trotzdem beides niedrig. So, dann nächste Runde. Ich will, dass das Pergamon an Land geht. Dann kann ich die beiden vernichten. Ach, da ist ja Pontos wieder. Greift mich gar nicht an, sondern die anderen hoch. Interessant. Die wollen Richtung Siede. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Doch da... Also er muss mir erstmal was Gutes bieten. Familiengeschichte. Nach dem Tod eines Angehörigen schwört dieses Familienmitglied jedes Jahr an seinen Todestag ein Tieropfer zu bringen, um ihn zu gedenken. Okay. Ist ja schön. Okay, also ich wollte gerade sagen, also wenn die beiden mich jetzt angreifen, könnte es knapp werden, beziehungsweise, also natürlich wird es überhaupt nicht knapp, wenn er mich mit sowas angreift. Und vor allen Dingen, die können ja nicht gleichzeitig angreifen, also das wird schon. Okay, er hat hier wieder. Er hat 2,5 Fullstack-Armeen. Das ist schon bitter. Ich gehe mal hier hin. Wenn er mich angreift, dann habe ich den High Ground. Und das ist ja auch
Was? Das ist ja auch schon was. Okay. Wachstum ist gerade ziemlich gut. Ja. Hier würde ich dann das nächste Militärding hinbauen. Okay, also die Boten, die können mal weiter tucken. Ah, hier ist Sparta, okay. Das heißt, oder ja, und okay. Das heißt, wer fängt hier an? Verdammt. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Gut, aber das soll uns jetzt nicht aufhalten. Ich hoffe, die werden jetzt Siede einnehmen. Da kann ich nämlich Siede selbst einnehmen. Was macht der da? Und, Galatien. Gut, also der hat jetzt wieder eine volle Fullstack-Armee. Okay, der greift mit 3000, 4200 an. Ich habe ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber meine Einheiten sind besser. Also er hat halt sehr viele Stammeskrieger. Und 1, 2, 3, 4 Kavallerie. Uiuiui. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Falls ihr Fragen zu Rome to the War habt, stellt sie einfach unten in die Kommentare. Oder kommt montags oder freitags, am besten montags, weil wir da Rome spielen, zu mir in Livestream ab 5 Uhr auf Twitch. Genau.